Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich mag auf drei Zuschauerreaktionen, wo es sehr viele Reaktionen von vielen Abonnenten und Kommentatoren gab, ganz einfach antworten. Drei Dinge. Und das erste ist dieses Messer hier. Das habe ich vor einiger Zeit vorgestellt. Wenn du das nicht gesehen hast, gebe ich dir da den Link und habe gesagt, dass das ein Klumpert ist. Und da sind dann Meldungen gekommen, so nach dem Motto, Rainer, du bist ein Trottel, was total okay ist. Du darfst mich Trottel nennen, das ist mir wurscht. Und sagen, du Rainer, das, wo du dich da so beschwerst, dass das so schlecht ist und so weiter, das ist dafür gemacht, um den Feuerstahl zu bedienen. Und das mag sein. Mag sein. Nur, schauen wir es uns einfach einmal in live an. In live. Ja, das könnte passen, oder? Also ein Mini-Funkel habe ich gesehen, ja? Ja, hast du es gesehen? Boah, bist fertig. Da kann ich dann sicher ein nasses Gras anzünden damit. Winkel vielleicht ändern. Also wenn es dafür gemacht ist, was durchaus sein kann, ich weiß es nicht, es ist mir aber auch wurscht, dann ist es trotzdem scheiße. Ja, wirklich. Dann die nächsten Sachen ist, dass ich gemein über das Messer spreche, vielleicht ist das Messer ja gut, nur der Feuerstahl schlecht. Gut, okay. Also schauen wir uns einmal das Spiel an, schauen wir mal her. Also das ist wirklich im qualitativ hochwertigen Bereich und der Liner-Lock, ja, bei dem ist es so, wenn ich wirklich so aufflippere, dann zieht er wirklich komplett, dann ist er drin, dann ist es auch eingerastet. Wenn ich aber mit einer Hand aufmache, was man ja auch manchmal tun kann, ja, oder mit zwei Händen aufmacht, dann klackt er nicht mehr so hundertprozentig schön ein und passiert auch manchmal, dass er gar nicht einrastet. Daher, ich bleibe dabei, das Messer ist ein Schaß mit Quasteln. Das war Nummer 1. Dann Nummer 2. Zum Kondor. Ich habe sogar E-Mails gekriegt. Ich habe E-Mails bekommen, so dass da, ich bin sicher irgendwo gewesen, wo im Zweiten Weltkrieg Bomben und Granaten gefallen sind und dass dieser Ausbruch hier, wie gesagt, wenn du das Video noch nicht kennst, gebe ich dir den Link jetzt da oben. Das ist sicher, da habe ich auf einen Stahl geschlagen und so weiter, weil Kondor, das kann einfach nicht sein und sowas und überhaupt nicht. Und ich habe in dem Video auch gesagt und ich wiederhole das Ganze jetzt, ja. Schau her, was ich tue, ich weiß, dass ich das tue. Dazu komme ich dann auch noch später. Ich bin trotz alledem der Meinung, dass, ja, dass Krammer das bessere Moonshiner ist und fertig. Und dabei bleibe ich auch. Und ich habe jetzt mit dem wirklich auch noch viel herumgespielt. Nicht so viel wie mit einem Krammer, wenn mich auch manche fragen, wie lange ich das schon habe. Jahre, ja. Das ist einfach cool, das Ding. Und das passt noch immer nicht so recht. Aber ich will nicht unfair sein. Und bin dort nochmal hingefahren, wo ich den Ast abgeschlagen habe. Übrigens, ist einfach so. Und jetzt müssen wir genau schauen. Schau wirklich genau hin. Da habe ich den Ast reingeschlagen. Das ist auch super, dass Moonshiner reingegangen, weil es liegt ja auch super in der Hand und auch von der Klingenstärke. Und da ist kein Stahl, sondern Kinnspan. Ich zeige es noch einmal her. Ja, muss meine Hand da jetzt hinten hergeben, damit das schön scharf ist. Das ist Kinnspan. Und Kinnspan ist zwar kein Stahl, aber fast so. Ja. Also, das war eine Fichte oder ist eine Fichte dort. Und dass das so ein schöner, fetter Kinnspan durchgeht, habe ich nicht wissen können. Ich habe dann auch nicht genau geschaut, aber Stahl ist es definitiv nicht. Und da muss man dazu sagen, das kann wirklich passieren, wenn du da reinschlägst. Und dieser Kinnspan, der ist so hart, wirklich extrem hart. Das ist Wahnsinn, ja. Dass das sowas passieren kann. Und ich werde es weiter testen, habe ich schon gesagt, dass ich in den Langzeittest nehmen werde und darüber berichten werde, ob das wieder vorkommt, auch bei anderen Dingen. Also ich möchte das relativieren, ja, mit dem Moonshiner, aber trotz alledem Stahl ist keiner dabei, also keine Sorge. Und das dritte und letzte Video, da geht es um dieses Beil hier, dieses Hulterforce-Beil. Und man kann, unabhängig jetzt von dem Beil oder sowas, ich habe auch E-Mails bekommen, die mich aufgefordert haben, was ich mit der Axt besser arbeiten lerne und nette Kommentare, ich soll einen Kurs machen und solche Dinge. Und das finde ich alles okay. Und ich habe auch in dem Video gesagt, dass ich kein Holzfällerprofi bin. Das bin ich nicht. Das bin ich einfach nicht. Was soll ich tun? Wenn du mir aber schlaue Ratschläge gibst, dann würde ich dich bitten, dass du ganz konkret bist. Wirklich, das meine ich jetzt. Bitte sehr ganz konkret. Sag, das hat einer übrigens auch gemacht, dafür herzlichen Dank, wirklich, ja. Dadurch kann ich nämlich etwas lernen, weil wenn du mir einfach schreibst, René, du bewegst dich wie ein Behinderter, dann ist das, abgesehen davon, dass
behinderte Menschen mit mir zu vergleichen, für die behinderten Menschen vielleicht nicht fair ist und für mich auch nicht. Also wirklich ernsthaft, ja, du solltest dann an deinen geistigen Zustand ändern oder deiner Einstellung einmal drüber nachdenken, was das bedeutet. Ja. Und das Zweite ist das, ja, wenn ich nicht weiß, wo ich den Fehler gemacht habe, dann kann ich mich auch nicht verbessern. Und das betrifft, glaube ich, jeden. Einfach blöde Kritik zu geben, ist okay, das darfst du, das ist im Internet, ja, das ist einfach so. Aber wenn du es wirklich konstruktiv meinst, dann wäre nett, wenn du mir dazu schreibst, was ich konkret falsch gemacht habe, dann kann ich es überdenken und das nächste Mal ganz einfach verbessern. Und darum mag ich dich bitten. Das war's, ein kurzes Video zu drei Dingen, die wir ganz einfach einmal klarstellen mussten, weil es wirklich da viele Reaktionen gab. Ich habe E-Mails bekommen, übrigens das eine E-Mail, ich nenne den Namen jetzt nicht, weil ich es nicht... Dankeschön, du hast mir nämlich wirklich geschrieben, worauf ich beim Axt... Arbeiten aufpassen soll, das finde ich super. Und ja, das mit dem Mondscheiner, da habe ich auch ganz viele Zuschriften gekriegt. Wahnsinn. Und das da, das war auch ziemlich gemein, so nach dem Motto, ich bin so gemein zu diesem China-Produkt. Und das wollte ich auch nochmal klarstellen. Ich mag dich noch einmal um einen Kommentar bitten, darf auch ein Böser sein. Und du darfst mich auch beschimpfen, wenn es dir dann besser geht, soll so sein. Ein Daumen nach oben oder nach unten. Abo, wenn es das erste Mal hier bist. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Und ja, bis bald, dein Reini Rossmann. Ciao.